Jonathan! Es geht ihm gut. Los, verschwinden wir von hier. Tja gut, wir haben diesen Boss halt... Sebastian, du Idiot, warum hörst du nicht auf mich? Hast du eine Ahnung, was du da angerichtet hast? Wenn ich dich in die Finger bekomme, mache ich Treibholz aus dir. Hab dich auch lieb, Jonathan. Weil du es verdient hast. Habt ihr May gesehen? Ich hoffe, sie ist nicht verletzt. Menschen, hier seid ihr! Achtung, Dämon! Entspann dich, alter Mann, er ist auf unserer Seite. Hast du den Verstand verloren, mit einem Dämon zusammenarbeiten? Ehrlich gesagt, hatten wir keine Wahl. Uns läuft die Zeit davon. Die Armee der Königin rückt näher. Mini-Weeper? Hey, wie geht's denn so? Verdammte Meerhexe! Hey, kein Grund ausfallen zu werden. Nennt mich Weeper. Ich weiß, wo sie eure Freundinnen bringen. Wir müssen jetzt aufbrechen. Die Armee der Königin ist fast hier. Ich kann euch mitnehmen. Kommt mit, wenn ihr leben wollt. Und warum sollten wir dir trauen? Ich traue ihn auch nicht, aber das ist unsere einzige Chance. Er hat recht. Wir müssen hier weg. Du bist Sebastian, oder? Ich mag dich. Ja. Mission abgeschlossen. Ein paar Belohnungen erhalten. Hat es jetzt wirklich so lange gedauert? Naja. Eure Majestät, ich habe schlechte Nachrichten erhalten. Weeper hat versagt und ist mit den Menschen zusammen geflohen. Ich habe nie viel von Weeper gehalten. Aber du, Paimon, hättest es besser wissen müssen. Also wenn ich jetzt immer dem... Du hast ein Mädchen geschickt, um die Arbeit einer Frau zu erledigen. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät. Weeper hatte die höchsten Erfolgsaussichten bei der Suche nach dem Menschen und dem Schlüssel. Genug, bring mir sofort Furkas. Eure Majestät, ich muss euch warnen, die Beteiligung von Furkas könnte zu erheblichen Kollateralschäden führen. Habt ihr mich nicht gehört, Paimon? Ich werde Furkas sogleich heraufbeschwören, wie ihr wünscht, Eure Majestät. Und was ist mit Barath? Sein Suchtrupp hat den Schlüssel bereits lokalisiert. Gut, sobald er den Schlüssel hat, werde ich ihn höchstpersönlich abholen. Also bei dem Namen Paimon muss ich jetzt ehrlich gesagt immer sofort an Genshin Impact denken. Da wären wir. Willkommen in der Stadt Levi. Ihr seid jetzt auf dem Rücken von Leviathan. Wir sind sozusagen beste Freunde. Wieso hilfst du uns? Was hast du davon? Naja, ihr habt mir ziemlich Ärger eingebrockt. Ihre Majestät, die Königin, hätte mich getötet. Verstehe, also hast du dich entschlossen abzuhauen. Genau, abgesehen davon war ich mit den anderen Dämonen sowieso nie auf einer Wellenlänge. Ich habe mich immer mit dem Meer verbunden gefühlt. Die Stadt ist verborgen und kaum jemand kennt sie. Vielleicht finde ich hier endlich mein Glück. Dieser Ort gefällt mir. Vielleicht sollte ich eine Bar öffnen. Weeper, du hast gesagt, du wüsstest, wo sie ist. Ja, sicher. Die Königin hat befohlen, die Menschen und den Portalschlüssel zu finden. Der Dämon Bear führt die Suche an. Ich habe früher für ihn gearbeitet. Ich bin mir sicher, dass eure Freundin bei ihm ist. Gut, Sebastian, Mary, ruht euch hier was aus. Wir brechen schon bald auf. Okay. Er ist auf jeden Fall doch ein Fuchs. Und hat jetzt wirklich eine Bar eröffnet. Fähigkeitsupgrade freischalten, Element freischalten. Mission freischalten. Waffe freischalten. Was haben wir noch alles hier freigeschaltet? Und vor allem, was ist das? Vor allem, was ist jetzt hier los? Vor allem, was können wir jetzt überhaupt machen? Auffüllen, Deckbau. Tja, im Inventar haben wir noch ein paar Karten, ja. Aber ich denke mal, das lassen wir mal. Element. Da bleiben wir beim Blaster.
Ah, okay. Wir hatten die Möglichkeit zu heilen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, das hatte ich auch nicht gelesen. Was ist das hier? Hard Rock Dämon? Und irgendwas, das wir noch nicht freigeschaltet haben anscheinend. Aber nett, wir haben jetzt ein kleines Haus. Hm, sieht wirklich nett hier aus. Hallo, hallo. Warte mal, können wir ein Herz kaufen? Extra Leben? Tja, drei extra Leben sind gut. Hallo, willkommen in meinem Laden. Du wunderst dich sicherlich, warum ich eine Bar besitze. Ja, warum? Nun, eine meiner Kräfte ist, Wasser in Wein zu verwandeln. Das habe ich genutzt, um dieses Geschäft zu öffnen. Lukrativ. Auch Dämonen müssen Geld verdienen und ihr müsst schließlich auch arbeiten. Deshalb habe ich extra für euch dieses schwarze Brett gebaut. Ein schwarzes Brett? Ja, ihr könnt Dämonen Aufgaben für veröffentlichen. Du kannst diese Aufgaben annehmen und erhältst Belohnung, wenn du sie abgeschlossen hast. Außerdem ist dies auch die beste Art, Informationen über deine Freundin zu sammeln. Wenn du mehr Missionen abschließt, werden mehr Dämonen hier kommen und ich kann mehr Informationen für dich sammeln. Also lass uns loslegen. Okay, Mission starten. Sehr gut, schauen wir mal, was sie hier haben. Beschützer das Dorf? Der Anan im Limbus. Und ein Date mit Weeper. Ja. Beschütze das Dorf vor den Dämonen. Nehmen wir. Möchtest du die Mission beginnen? Ja. Das Dorf der Anan wird angegriffen. Sind die Anan, die du bei deiner Ankunft im Inferno getroffen hast. Du musst sie beschützen, während sie aus dem Dorf fliehen. Na, so schwierig hört sich das jetzt auch nicht an. Wir haben unseren guten alten Blaster. Hallo? Oh, verdammt. Okay, die Mission ist auf jeden Fall komplett. Nicht optimal der Rang, aber wir haben es gut geschafft. Abenteuergilde freigeschaltet und Bauernhof. Gilden-Upgrade freigeschaltet, Mission freischalten. Eine Schnellreise wäre eigentlich auch nicht schlecht. Okay, und jetzt Wandernde sagt die Schweine aus. Und wieso bauen die ausgerechnet eine Statue von Sargon? Wir haben doch immerhin die gerettet. Grüße, Abenteurer. Danke, dass du mich gerettet hast. Im Gegenzug bitte ich die Abenteurer eurer aus unserem Dorf an. Sie können dich zwar nicht im Kampf unterstützen, aber sie sind großartige Entdecker. Sende sie auf Erkundungsmission, wohin du willst, und alles Gold oder alle Schätze, die sie zurückbringen, gehören dir. Allerdings musst du ihnen ein wenig Gold mitgeben und wir haben leider nur ein Boot. Mit einer kleinen Geldspende können wir die Abenteuergilde erweitern und dich weiter unterstützen. Also, wie kann ich behilflich sein?
Tja, du kannst Gruppen von Anan-Abenteuern auf Expeditionsmissionen in Gebiete schicken, die du bereits warte mal, wir haben jetzt wirklich jetzt ziemlich viel noch freizuschalten und zu erkunden. Da oben ist auf jeden Fall das Schloss der Königin. Das kommt natürlich als letztes, aber was war dann noch? Wertvolle Ressourcen kehren zurück, sobald die Mission abgeschlossen sind. Aber vorsicht, schickst du dein Abenteuer auf gefährliche Expedition, steigt das Risiko, dass einigen zurückkehren. Fähigkeitenlevel Abenteuer. Jeder Abenteuer hat ein individuelles Fähigkeitenlevel, das in drei Kategorien unterteilt ist. Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz. Die drei Power Level entscheiden Erfolg der Expedition. Boot. Um Abenteuer auf Expedition zu schicken, musst du sie zunächst einstellen, das Gebiet auswählen und sie mit Gold für Vorräte und einem Boot für den Transport ausstatten. Neue Abenteuer anhören für die Expeditionen. Abenteuer entlassen. Okay. Anan-Abenteuer. Gut, wir haben den Strand. Wir haben jetzt Sakir Limbo. Wir haben Stadt Levi. Und insgesamt haben wir noch 6 weitere Gebiete zu erkunden. Interessant. Achso, wir müssen erstmal Abenteuer anheuern. Also, wir nehmen dann jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal hier diesen Abenteurer, diesen Legionär. Dann ist auch nochmal den hier. Und zu guter Letzt noch ein Sack Ritterschwein. Gut, dann beginnen wir jetzt erstmal das Abenteuer hier im Limbo. Tja, dann mal los. Dann mal los. Okay, da können wir jetzt, nicht gerade sehr viel machen. Es ist mir eine Ehre, dir zu dienen, Auserwählter. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar weitere Nebenquests. Und vielleicht dann nochmal abwarten, ob wir jetzt vielleicht eine neue Mission haben. Willkommen zurück. Wie kann ich behilflich sein? Mission starten. Sehr gut, schauen wir mal, was wir haben. Tja, ein Date mit Vepa. Mache mit Vepa einen Ausflug zur Küste, lass dir von nichts dein Date ruinieren. Herausforderung, keine Schusswaffen-Skills, keine Geisterkarten-Kills, kein Schaden. Vepa hat mich gebeten, dich um ein Date für sie zu bitten. Eigentlich könnte sie sich selbst fragen, aber sie hat nun mal mich damit beauftragt. Sie möchte, dass du sie an einen geheimen Ort an der Küste bringst. Na dann, viel Glück. Und das natürlich ohne irgendwas einzusetzen. Okay. Ich bin dir für diese gemeinsame Zeit sehr dankbar. Ja. Lass uns noch mehr gemeinsame Momente genießen. Ja. Es tut so gut, Zeit mit dir zu verbringen. Ja. Au. Die Atmosphäre ist bezaubernd, genau wie meine Begleitung. Ja, danke. Es ist aber irgendwie nicht gerade sehr gut, wenn wir hier... Weißt du, ich habe mich die ganze Woche auf dieses Date gefreut. Schön für dich. Willst du nicht vielleicht... Das ist wie ein Traum, der wahr wird. Ja, jetzt hör doch mal auf zu reden und... Kümmer dich doch mal um die Gegner. Ja. Wie lange braucht denn das Ganze? Herausholen, keine Schusswaffen-Skills? Keine Geisterkarten-Kills? Kein Schaden. Das ist die Herausforderung jetzt hier, aber... Wann endet denn das Ganze? Na gut, er kämmt jetzt erstmal seine Haare. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die jetzt Haare haben. Das Date war fantastisch! Ja, schön, schön. Ist sie jetzt zu Ende? In deiner Gegenwart kann ich ganz nicht selbst sein. Das ist erfrischend.
kann das Ganze jetzt nicht enden. Ich kann nicht glauben, dass ich so viel Glück habe, ja. Ich auch nicht. Ich bin so froh, dass wir uns getroffen haben, ja. Wie lange geht denn das denn jetzt noch? Muss eigentlich irgendein Zeitlimit haben. Okay, es muss irgendein Zeitlimit haben, aber es wäre nett, wenn das irgendwie angezeigt wird. Von Namen bist du noch umwerfender. Ja, danke. Das weiß ich auch. Ich bin ziemlich umwerfend. Aber das Date könnte meinetwegen jetzt auch schon mal enden. Ist nicht gerade sehr angenehm, wenn wir hier die ganze Zeit ja bloß ausweichen. Aber die Mission ist ja keine Schusswaffen-Kills, keine Geisterkarten-Kills, kein Schaden. Aber die Sachen mit keinem Schaden, das können wir jetzt erst schon mal vergessen. Sie war schon lange nicht mehr so glücklich. Ja, schön. Aber wie lange dauert denn das noch? Es gibt hier so ein paar Gegnerwellen. Okay, das ist mir zu blöd. Oder vielleicht so. Okay, so ist es vielleicht gemeint. Tja, wenn wir natürlich die Leute in Karten verwandeln. Okay, das hat jetzt leider nicht gerade so gut geklappt, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie es richtig gemacht werden soll.
Nein. Na toll. Tja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall die Herausforderung eigentlich nicht so ganz gemeistert. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Angeln freigeschaltet und wir haben jetzt auch irgendwie ein Weeper-Kissen da oben. Tja, Waffe freischalten. Hallo Auserwählter, wie kann ich dir heute helfen? Unsere Mission abgeschlossen? Nja. Verbessern? Hafen verbessern. Dann jetzt erstmal das nächste Abenteuer starten. Geht das jetzt leider auch nicht. Dann müssen wir jetzt erstmal abwarten. Ist mir eine Ehre, dir zu dienen, Auserwählter. Tja, hier befindet sich auf jeden Fall ein Bau. Das ist der Klamottendieb. Und hier können wir anscheinend angeln oder Pflanzen haben. Um einen neuen Baum zu pflanzen, interagiere mit einem leeren Feld und wähle einen Samen zum Pflanzen aus. Die Pflanze wächst von selbst, während du auf deiner Mission unterwegs bist. Gieße deine Bäume, damit sie schnell erwachsen und du früher ernten kannst. Okay, du kannst einen ausgewachsenen Baum ernten, indem du ihn mit deinem beliebigen Angriff hältst. Okay. Hallo Abenteuer, willkommen auf unserem kleinen Bauernhof. Ich bin der Bauer, der diesen Hof bestellt. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast. Lass mich im Gegenzug etwas für dich tun. Du kannst hier pflanzen, was du willst, und ich kümmere mich darum, während du weg bist. Leider haben wir weder Dünger noch eine Gießkanne. Wenn du Fragen mit der Landwirtschaft hast, kannst du mich jederzeit fragen. Nein. Im Grunde genommen ist das hier ganze... So machen wir es. So, Samen des blauen Knoblauchs. Ja, ein bisschen Dünger hat man immer zur Verfügung. Oder auch nicht. Weiß Felze sagt noch nicht so ganz genau, was mir das am Ende hier bringen wird mit den Pflanzen. Aber auf jeden Fall immer wieder interessante Nebenbeschäftigung. Hallo, wie gefällt es dir? Was hältst du von der Stadt? Mir gefällt die Stadt. Das freut mich. Es ist keine Touristenattraktion, aber es ist sehr friedlich hier. Oh, ich kenne einen Ort, der wieder besser gefallen wird. Er ist mein kleines Geheimnis, deshalb habe ich niemandem davon erzählt. Der Ort nennt sich Baum der Dualität. Lass mich wissen, wenn du mit mir dahin gehen willst. Also ist jetzt kein Date oder so. Aber wenn das nicht gefällt, können wir einen Angelausflug machen. Im Inferno gibt es einige tolle Angelplätze. Wie hast du das alles aufgebaut? Also, wie kann ich dir helfen? Baum der Dualität?
Ewiger Drachen können dir die Macht verleihen, die du brauchst, um Dämonen zu bekämpfen. Im Tausch gegen Edelsteine gewähren sie dir gewaltige Fähigkeiten, die dir im Kampf einen Vorteil verschaffen. Darüber hinaus haben ewige Drachen die Fähigkeit, den Geisterkarten zu bessern, sodass du bei deiner Mission noch mächtigere Geister zu Hilfe rufen kannst. Das ist praktisch. Hallo? Fähigkeiten verbessern. Staying alive. Erhöht maximal Lebenspunkte. Das kriegen wir hin. Noch mehr Lebenspunkte kriegen wir auch hin. Element. Born to be wild. Schaden von Schwert und Katana. Über die Chance kritisch Treffer und kritischen Schaden von Schwert und Katanas. Aber was ist mit dem Blaster? Ah, hier war die Sache mit dem Blaster. Gut, da fehlen mir jetzt die Ressourcen leider. Naja, besser als nichts. Zwar ein bisschen alles leise hier, aber das geht jetzt klar. Und jetzt sagt noch Angel statt Levi. Vielleicht gibt es uns jetzt ja auch noch ein paar neue Kristalle. Wähle unter den verfügbaren Orten deinen bevorzugten Angelplatz. Wähle den Ködertyp, den du Angel verwenden willst, anbeißen lassen, nachdem du eine Angel geschwungen hast. Warte darauf, dass du einen Fisch anbeißt, hast du einen Fisch am Haken. Drücke A, um die Angel einzuholen, bevor sie erholt. Angel einholen. Drücke A, wenn der Fall sich im grünen Bereich befindet. Ja. Hätten wir gefunden, du hast einen Mimenfisch gefangen. Für jeden gefangenen Fisch gibt es verschiedene Belohnungen. Okay. Dann angeln wir mal mit den guten Köder. Ah ja, Hermes, Schals und Wein. Gut, mit der Hilfe unserer guten alten Quietscheente. Werden wir schon irgendwie was Passendes angeln können. Wein der Zweite, Kaktus und Schals. Ja, holen wir uns halt ein paar neue Karten. Sieht der erste, Nashorn und Wein. Wieder mal, der erste. Wie wär's denn jetzt mal mit dem ultimativen Köder? Tja, der ultimative. Ronan Raiden, Elementschub und Hermes. Dann jetzt nochmal kurz den normalen Köder und dann war's das jetzt erstmal hier mit den Angeln. Tja, war doch nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall unseren Blaster ein bisschen verbessert. Wir haben auf alle Fälle jetzt erst einmal die Nebenquests erledigt, die wir hatten. Also jetzt müsste es eine Hauptquest wieder geben. Rein theoretisch.